Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer der Tiberium-Konflikt Remastered Edition auf Seiten der GDI. Ganz genau, liebe Leute, und ja, wir haben beim letzten Mal den Ausnahmezustand komplett abgeschlossen. Und ja, jetzt bleiben uns tatsächlich nur noch diese sechs Konsolenmissionen. Und dann können wir drauf dazu übergehen, hier diese fehlende Mission nochmal zu spielen. Danach hier die. Danach kommt noch mal eine Dino-Kampagne. Also wir haben noch einiges zu tun in diesem Let's Play. Und danach schwenke ich auch wieder rüber zum Alarmstufe Rot, weil ich da ja auch noch ein paar Missionen nicht gespielt habe. Genau, Leute, so erstmal als kleinen Überblick. Und ich würde sagen, wir fangen an mit der ersten Konsolenmission. Schalten Sie mit dem Kommando die Nordwachtürme am westlichen Strand aus. Anschließend werden dort GDI-Truppen anlanden können. Setzen Sie die Verstärkung ein, um die nördliche Basis zu... Ach du Scheiße, okay. Wieder so eine begrenzte Einheitenmission hier. Oh Mann. Alles klar, da bin ich mal gespannt, wie das jetzt wird. Die Nordkonsolenkampagne war ja ein bisschen verbuggt. Da muss ich sowieso mal gucken, also wartet mal. Da muss ich eh mal gucken, ja, da muss ich mal gucken, wie das mit der Stimme aussieht. Also mache ich mal einen kleinen Cut rein, ja? Eine Sekunde. So, da bin ich wieder. scheint normal zu laufen, ne? Kein Problem. Es scheint normal zu laufen, okay. Wow! Ach du Scheiße! Dann macht den noch platt, oder was? Nee. Jawohl. Oh, da sind nochmal zwei Manneken-Typen. Zwei Raketentypen hier. Ein Flammenwerfer! Oh Gott. Ja gut, so schnell kann das natürlich dann gehen, ne? Ist klar. Scheiße, den habe ich nicht gesehen. Oh Mann. Gut, Leute, dann. Dann muss ich die alle nacheinander mal platt machen hier, so. Ja, komm, schieß weiter drauf. Los. Gut, da steht nämlich ein Flammenwerfer im Busch. Da steht so ein blöder Flammenwerfer. Da sind die beiden Türme, die ich platt machen muss. Okay. Okay. Kater. Bist du das, Kater? Ach du. Was? Steht ein Flammenwerferpanzer rum. Krieg ich ihn platt? Nein, den krieg ich nicht platt. Scheiße. Oh, scheiße. Ja, wobei doch, wartet mal. Den krieg ich kaputt. Den krieg ich kaputt. Den krieg ich kaputt. Ha. Tatsächlich, Leute. Okay, ich krieg Was zur Hölle? Warum kamen da jetzt Verstärkungen an? Wie soll ich die denn... Wie sollte ich die denn retten? Und warum? Ja, weil der Hubschrauber halt direkt, ja. So. Und bam. Bam. So. Da muss ich aber doch noch mehr Verstärkung kriegen. Das kann doch nicht angehen. So, jetzt schießt das Ding auch. Sehr gut. Oh nein, keine Manneken. Keine Manneken. Oh. Fuck, ey. So. Oh, Mann. Ja, toll, da krieg ich jetzt zwei Jeeps. Zwei Jeeps, ey, Mann. Toll. Und damit soll ich jetzt eine Basis platt machen. Ist das euer Ernst? Scheinbar. Okay. Nö, ja, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich schon mal nicht da. Das schaffe ich doch nicht. Hä? Was zur Hölle? Ah, jetzt. Ah, wartet mal. Noch mehr Manneken? Sehr schön. Ein Panzer. Wunderbar. So, okay, alles klar. Mit dem Panzer komme ich da durch. Das ist kein Problem. Mit dem Panzer komme ich da durch. Das ist kein Thema. Gut. Da kommt noch was. Noch ein Panzer. Ah, geil. Leute.
Die kommen also nach und nach, die Verstörkugeln. Noch ein Panzer. Ja, okay. Dann wird das ja jetzt ein Kinderspiel hier. Mit diesen drei Panzern. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, speichern. Mission 1. Konsole. So. Bin ich jetzt echt mal gespannt gleich. Wobei, die Gummipanzer kriege ich mit den Grenadieren weg. Das ist nicht das Problem. Die Gummipanzer kriege ich mit den Grenadieren weg. Wenn die sich nicht bewegen würden. Wenn die sich nicht bewegen würden hier. Nein! Shit. Oh Mann, hat der Sack die eiskalt überfahren. Nee, das kann doch nicht sein. Das ist doch nicht wahr. Okay. Okay, aber dafür kriegt er hier jetzt auch keinen Schaden angerichtet. Sehr gut. Noch ein Panzer, wunderbar. So, dann würde ich den ganz gerne zur Erkundung nutzen, wenn ich es denn darf. Und eine Basis im Norden, also. Okay, liebe Leute. Da ist sie. Da ist die Basis. Kann ich theoretisch hier mich reinschießen, ne? Ein Raketenwerfer. Oh mein Gott, wie geil. Okay, Leute. Oh, scheiße. Nein. Das war's dann mit meinem Erkundungstrupp. Aber ich kann mich ja hier unten reinschießen, ne? Statt da oben hinzugehen. Genau, ja, wartet mal. Machen wir erstmal den Gummipanzer da platt. Vielleicht kriegen wir da noch eine Einheit. Kriegen wir mit Sicherheit noch eine Einheit. Ich wusste es. Ha, ich wusste es. Noch ein Raketenwerfer, Leute. Oh, wie geil, oh, wie geil. Ja, da oben bitte nicht. Bitte hier unten, naja. Ja, dann haben wir 4 Kampfpanzer, 2 Raketenwerfer. Das könnte klappen. Weil so groß sieht die Basis nicht aus. Wirklich nicht. Gut, Leute. Ja, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier eingeschaltet habt bei einem guten Command & Conquer Remaster. Ja. Seht ihr das? Wir können hier ganz normal uns hier reinschießen. Okay, sehr schön. Ja, und genau so, los geht's hier. Los geht's. Na komm. Und hier, bam. Sehr gut. Und hier, da drauf, da los. Wunderbar. Dann können wir gerne mit diesen Raketenwerfern die Basis jetzt auseinandernehmen. So. Und bam. Sehr schön. Das passt doch. Wunderbar hier. Mit denen kriegen wir die Basis auch schnell im Arsch. So. Wart ihr bitte rein da. Oh, wir kriegen noch mehr Verstärkung. Mannequin. Wir kriegen Mannequin. Okay, Leute. Grenadiere? Aber wozu? Wozu denn noch, wenn das hier wirklich alles ist? Ja, wartet mal. Ich muss die Grenadiere wahrscheinlich nutzen. Um die Türme abzulenken, damit ich die platt kriege, ne? Müssen wir mal gucken. So, bam, tatsächlich. Sehr schön. Leute. Läuft ja erstmal wie gespielt, ne? Also damit wir da keinen Schaden an den Panzern kriegen. Läuft ja erstmal wie geschmiert. So. Bam, weg damit. Und bam. Und sehr schön, die haben wir. Komm, noch mehr Verstärkung, noch mehr Mannequin. Na, das war's natürlich noch nicht. Das wäre zu schön gewesen, okay. Gut, Leute. Dann kriegen wir noch ein paar Mannequin. Noch mehr Grenadiere. Hm? Okay. Okay. Stimmt, man kann ja auch so scrollen, ne? So, dann sammelt euch mal bitte alle da oben. Weil ich weiß nicht, was mich hier erwartet. Ich speichere dort nochmal. Und dann haben wir noch eine Viertelstunde in dieser Aufnahmesession. Dann ist es wieder zu...
Nee! Nee, Leute! Der hat eine vollwertige Basis da. Mit Panzern. Oh Mann. Oh Mann. Das ist doch nicht euer Ernst. Der hat eine vollwertige Basis da oben. Denn eine vollwertige. Aber vielleicht, wenn wir Glück haben. Ja! Er verkauft es einfach. Sehr schön. Wenn wir Glück haben, kriegen wir die auseinandergenommen. Oh, aber nicht so, Leute. Nicht so. Mann. So, alles klar. So, wunderbar. Okay. Grenadiere mal bitte als erstes rein. Oh, da. Den da oben, bitte. Ganz dringend diesen Raketentypen wegmachen. So, genau. Und die Raketen? Ach, die Manneken-Fabrik. So. Bam hier, so. Puh, okay, gut. Wegmachen. Sehr gut. Oh, sehr schön. Ich glaube, das kriegen wir hin, Leute. Ich dachte, der hätte da noch mehr drin. Ne? Wir haben jetzt zum Glück die Raketenwerfer. Die sind natürlich mega hilfreich. Der repariert auch nicht, ne? So, bam. Bam und den Bau wegmachen, bitte. Ah, wunderbar. Leute. Das war's. Oder? Hat er hier noch was? Noch ein Radar, okay. Ja, aber das war ja die Basis, ne? Ich meine, hier konnte ich ja nicht hin, komischerweise. Ha! Ja, das war's schon. Ja, okay. Die Mission ging ja noch. Die ging ja echt noch. Bonusgalerie freischalten. Abschließen Sie die I-97 Special Ops 01. 76 Nordeinheiten platt gemacht. Cool. Alles klar, liebe Leute. Dann gucke ich mir die noch kurz an. Dann springen wir auch schon direkt in die nächste Mission. Nein, das wollte ich gar nicht. Hey. Nein, nein. Beenden. So, beenden. Moment, Leute. Hier, Bonusgalerie. Welche war es denn? Da war auf jeden Fall ein Bauhof. Wartet mal. Da war ein Bauhof zu sehen. Schießentat. Ah, hier die. Ah. Konsole Gameplay von X16Y42 DJI 1. Mit dem Port. Wurde 1997, das, so alt ist es noch nicht, das PC-Erlebnis erfolgreich auf Konsolen ermöglicht. Aha. Interessant, ja. Ach du Scheiße, ja, Mann. Schau dir das an, die Uralt-Grafik. Oh mein Gott. Okay. Gut. Ja, machen wir einfach mal weiter hier mit der zweiten Mission. Dr. Möbius kann sein Krankenhaus wegen Tiberium, das sich in der Gegend ausbreitet, nicht verlassen. Er muss unbedingt so schnell wie möglich evakuiert werden. Nord will ihn um jeden Preis tot sehen. Okay. Dr. Möbius. Und wieder eine begrenzten Einheitenmission. Na super. Was haben wir denn? Da stehen zwei Obelisken rum. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht, ey. So, da kommt ein Gummipanzer. Und ein Flammenwerfer steht da oben, okay. Dann. So. Hey, 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 hey. Nein! Um Gottes Willen, so. Nö, 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 nö. Du nimmst mir keine Einheit weg. Okay, sehr gut. Leute. Puh. Und ja, Leute, dann, wie gesagt, hoffe ich, dass es euch gut geht hier. Mir geht's sehr gut, nach wie vor an diesem Sonntagabend hier unterwegs. Und, ja, bin ich mal gespannt, was wir uns hier in dieser Mission erwarten. Ach du Scheiße! Pff, okay. Da erwarten uns zumindest schon mal viele Manneken. Ja, aber die kriege ich wahrscheinlich platt, wenn ich... Wartet mal, Mission 2, Konsole. Die kriege ich platt, wenn ich hier so... Und diesen hier mache. Genau. Genau, und diesen hier mache. Richtig. Dann kriege ich die platt. Aber... Ja, fahrt mal alle nach da oben, bitte. Die Raketenwerfer, ey. Ja, ja. Und dann ihr. Bam. Und bam. Sehr schön.
Sehr schön, Leute. Wunderbar. So. Dann haben wir die Manneken da unten schon mal weg. Da stehen die Obelisken schon. Das ist natürlich... Wie soll ich bei den Obelisken vorbeikommen, ne? Was habt ihr euch dabei gedacht wieder, ihr Entwickler? Was habt ihr euch gedacht? So, aber dass ich die Manneken schon so gut platt gekriegt habe, das werde ich mal speichern. Vielleicht mal mit diesen einen Kampfpanzer bitte nach vorne. 8 Minuten aber noch. Vielleicht kriegen wir da noch ein bisschen was geschafft hier. So, was ist das hier? Energie? Ist das Energie? Na komm. Ist das Energie? Das ist Energie, Leute. Oh mein Gott. Okay. Die kriegen wir auf jeden Fall kaputt. Dann können wir vielleicht die Obelisken da schon platt machen da oben. Wer weiß. So. Könnt ihr bitte da drauf noch ballern? Ah ja, dann kriegen wir die weg. Sehr schön, Leute. Hey, geil. So, aber dann muss ich bitte... Was zur... So. Dann kriegen wir die weg. Sehr gut. Okay. Dann könnt ihr bitte nach vorne fahren und die platt machen. Ah, wartet mal. Ich speichere das lieber nochmal vorher. Nicht, dass sie immer noch funktionieren. So, weg mit den Obelisken. So. So, bam hier. Und weg damit. Sehr schön. Wunderbärchen. Dann könnt ihr auch unterstützen. Und bam. Wunderbar. So. Kriegen wir den da oben auch noch platt? Ja, geil. Okay. Sehr schön, liebe Leute. Oh! Der hat kurzfristig wieder funktioniert. Habt ihr es gehört? Ja, gut. So, Möbius, wo bist du? Wo? Oh, da ist eine Flak. Okay, da ist eine Flak. Da ist eine Flak. Die bitte platt machen. So. BMT. Wahrscheinlich brauche ich die BMTs, um den Möbius rauszuholen. Ne? Deswegen, bevor ich mit dem weiterfahre, speichere ich das nochmal, Leute. Und ja, gucken wir, was hier gebacken ist. Hier ist auf jeden Fall sehr viel Tiberium. Genau. Da ist noch eine. Da sind noch zwei Flaks. Die Manneken lasse ich mal hier stehen. Panzer können wir mit nach vorne. Genau, und ja. Können wir noch ein bisschen die Karte weiter erkunden. So, aber was haben wir denn hier jetzt noch? Noch mehr Energie. Okay. Das heißt, die wird gleich auch platt gemacht. Okay. Und fahrt ihr mal bitte da. Oh Gott, ey. Boah, das war knapp, Leute. Genau, macht die Flaks platt. So. Scheiße, jetzt habe ich kein BMT mehr, ne? Oh Mann. Leute, jetzt habe ich kein BMT mehr. Schaffe ich das überhaupt noch ohne BMT? Ja, weiß ich gerade nicht, ne? Zum Glück steht die Energie hier unten, damit ich ihm die schön wegnehmen kann. So, Leute. Und bam. So, weg damit. Jetzt kommt er angeschissen. Jetzt kommt er angeschissen. Okay. Ja, aber alles gut. Ich habe hier meine Raketenwerfer. Die wuppen das schon hier. Die wuppen das. So. Manneken sind kein Problem. So, bam. Sehr schön. Bam, bam. Bam, bam. Oh nein. Okay. Bam, bam. So. Bam, bam. So. Sehr gut. Dann können wir ihm die Energie direkt klauen. Ja, wunderbar, Leute. Da funktioniert die scheiß Türme nämlich jetzt nicht mehr, denke ich mal. Und dann können wir mit denen schon mal nach da oben fahren und den platt machen, denke ich mal, oder? Sag mal. So, speichern nochmal.
Nicht, dass ich das jetzt verkacke, weil ich kein BMT mehr hab, ne? Das wäre. Der baut eine Energie nach. Mach die Flak. Ah, nein! Oh, scheiße. Scheiße. Ein Raketenwerfer ist weg. Scheiße. Das ist Mist. Das ist gerade echt Mist. So. Er verkauft sie wieder. Was zur Hölle? So. Der verkauft die wieder einfach. So. Der baut sie und verkauft sie danach wieder. Was ist das wieder für eine KI-Logik, ey? So. Hallo? Fahrt ihr doch platt! So. Mach diesen Nobelisten platt, der hat mir meinen Raketenwerfer weggenommen. So, Leute. Und dann hier. Bam. Sehr schön, und die Flak platt machen. Oh, wunderbar. Sehr schön. So. Dann können wir jetzt hier reinfahren. Da hat er noch eine Waffenfabrik und Mannequin. Den bitte wegmachen, unbedingt. Ah, sehr gut. Du schießt bitte auf die Mannequin-Fabrik. So, Leute. Dann kriegen wir jetzt hier Schritt für Schritt die Basis auseinandergenommen. Sehr gut. Und bam, und bam. Sehr schön. Oh nein! Was? Der Einsatz ist fehlgeschlagen. Scheiße. Okay. Gut, also nicht die Basis platt machen. Das schon mal nicht, nein. Okay. Ah, der braucht eine Energie nach. Okay, Leute, nicht die Basis platt machen. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. So. Dann lass sie bitte die Energie wieder verticken. Bam, genau. Mach bitte einfach die Obelisken platt. Der schmeißt seine Atombombe ab, wenn wir die Basis platt machen. Oh mein Gott. Okay, Leute. Ist aber auch wieder so unfair, ey. Einfach mit einer Atombombe. Einfach eine Atombombe schmeißen, wenn... Oh Mann. Holy shit. Das ist wirklich sehr viel Tiberium. Oh mein Gott. Naja. Vielleicht muss ich... Da ist er, Möbius. Hol den schon mal da raus, bitte. Vielleicht muss ich einfach die Flaks platt machen und dann kriege ich einen Hubschrauber. Weil das schafft er tatsächlich nicht da oben. Das da oben, das schafft er dann tatsächlich nicht. Es sei denn, ich kann dieses Tiberium hier wegschießen. Und wo soll der Möbius am Ende hin? Wo soll der am Ende hin? Der Möbius, da bist du nämlich hier, Einstein. Und ja, keine Ahnung. Kriege ich dann einen Hubschrauber oder was? Wenn ich die Flak hier platt mache. So. Da kriege ich zumindest schon mal Verstärkung. Boah. Okay. Was zur... Ah, ich wusste es. Da ist der Hubschrauber mit Möbius. Ha! Sehr schön. Sehr schön, Leute. Und der Möbius, der kann jetzt da rein und dann haben wir den geschafft, oder was? Ach, wunderbar. Wunderbar. Auch eine einfache Mission eigentlich. Wenn man mal weiß, wie es geht. Oh, sehr schön, Leute. Zwei Missionen in einer Folge. Und nochmal eine Bonusgalerie. Sehr schön. Wunderbar. Ha, geil, Leute. Aber ich möchte nicht direkt weiter, sondern ich möchte erst die Bonusgalerie freischalten und dann machen wir in der nächsten Mission weiter. Ja, sehr cool. Da war schon die ersten beiden Missionen fertig, ey. Was ist das denn? Sie wurden von Virdis entlassen. Aha. Okay. Was ist das für eine Mission? G3H31... Miss Mission, ja, okay. Gut. Schlüssel OPS 0102 M1M2. Okay. Gut, liebe Leute, dann gucke ich mir noch die Bonusgalerie kurz an hier. Das hier.
Noch einmal das Getümmel. Kia Hunzinger versetzt sich wieder in die Rolle als Stimme von Eva. Kia hat am 13. November 2019 im Studio ihre ursprünglichen Dialoge und zusätzliche Audiodateien neu aufgenommen. Cool, Revive sozusagen, ne? Sehr interessant. Gut, liebe Leute, dann machen wir beim nächsten Mal tatsächlich hier weiter bei GDI 97 Special Ops 03. Und ja, dann würde ich mal sagen, liebe Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Da würde ich mich sehr freuen, tatsächlich. Und erzählt es gerne bald. Und ja, dann würde ich sagen, bis hier weiter geht's immer das nächste Mal. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Na? Tschüss.